Herzlich willkommen, Comfort Board mit Uwe und Morgan. Ja, wie sie gerade erwähnt hat, wir haben das Projekt Comfort Board. Darauf sind wir gekommen, weil wir im Brainstorming mit einer größeren Gruppe im Netzpolitikbereich darauf gekommen sind, dass wir sehr häufig frustriert sind. Das kann jedem passieren, in unterschiedlichen Bereichen, muss nicht unbedingt Netzpolitik sein. Zum Beispiel bei der Gruppe gerade eben hat man gesehen, auch wenn man eigentlich sehr viel Spaß hat, wie wir die letzten Tage, kann es passieren, dass man 38 Stunden irgendwo investiert und dann frustriert ist. Weil wir Menschen helfen wollen, damit umzugehen, um was Positives Leuten mit auf den Weg zu geben, haben wir dieses Projekt entwickelt. Die grundlegende Idee ist, dass wir eine Journaling-Software haben, die ist jetzt im Browser umgesetzt, die eben positive Sachen hervorhebt. Also man erstellt dann einfach Einträge, so wie man es vom physischen Tagebuchschreiben auch kennt, weil das hilft Leuten eben sehr gut, Erlebnisse zu verarbeiten, gerade wenn sie frustrierend sind. Aber damit man nicht in die Situation kommt, man öffnet seine Journaling-App und hat dann 18 negative Einträge, und man da nur reinschreibt, wenn es einem schlecht geht und dann vielleicht nur ein paar positive Nuancen, möchten wir die Leute mit positiven Sachen direkt konfrontieren auf ihrer Startseite. Deswegen sind die hervorgehoben, ganz groß. Zum Beispiel haben wir hier als Beispiel zwei Einträge zur Jugendhack dieses Jahr. Einer positiv, hervorgehoben direkt, dass wieder Jugend hackt ist, Morgan freut sich, wieder hier zu sein, coole Leute, 4 Tage nur Mate trinken. Und dann ist ihm gestern Abend eingefallen, scheiße, ist ja schon vorletzter Tag, Jugend hackt neigt sich dem Ende zu und er möchte noch nicht gehen. Und damit er in seiner Erinnerung, wenn er in 2 Monaten die Journaling-App wieder öffnet, nicht hat, oh, es ist zu Ende, ist doof, heben wir es eben hervor. Was uns persönlich wichtig war, das wird alles nur lokal gespeichert. Das heißt, selbst wenn wir die Webseite wenn ihr die irgendwann nutzen könntet, dann gehen keine Daten an uns oder irgendwen anders, sondern alles ist nur in eurem Browser. Ich würde euch dann erstmal ein bisschen durch die Seite durchführen, weil wir haben noch viele kleine Features, wie man diese Seite benutzt. Beispielsweise kann man natürlich Einträge schreiben. Heißt, man kann auf den Knopf drücken, einen neuen Eintrag schreiben. Kriegst du es hin? So. Ich glaube, ich habe eine Zweifel. Ja, du kannst aber reinschreiben. Wir schreiben einen neuen Eintrag. Wir halten gerade eine Präsentation. Und sind recht aufgeregt, freuen uns aber mega, weil das Projekt ziemlich cool ist. Kann man das speichern? Und dann kann man auch sagen, so hey, dieser Eintrag, den ich gerade geschrieben habe, welche Stimmung hatte ich dabei? So freue ich mich gerade mega? Oder ist das so mehr neutral oder war das tatsächlich ein trauriges Erlebnis? Das Ding ist, man kann, wenn man das positiv hervorhebt, dann werden die auch direkt bei uns auf der Titelseite angezeigt. Allerdings ist jetzt, leider bin ich nicht so gut, Ion Deutsch, nicht der beste Eintrag als positiv ganz am Anfang zu haben. Deswegen kann man die Sachen natürlich dann auch löschen, wenn man will. Ja. Das zum Thema Journaling. Was euch vielleicht auch aufgefallen ist, ganz dezent, auf unserer Seite ist ein Alpaka zu sehen. Happy Day, yay! Wir wollen nämlich gute Laune verbreiten. Aber es kann natürlich auch mal vorkommen, dass es einem nicht so gut geht. Deswegen haben wir hier auch etwas, was fragt, wie geht es dir denn überhaupt? Und dann kann man sagen, wie geht es euch denn? Nur so als Beispiel, damit ihr, wir das ausprobieren können. Wie geht es euch? Also, sag mal. Super? Grün? Ich höre ganz viel grün oder verrückt? Ja. Was jetzt? Sagt irgendeine Farbe. Ich höre ganz viel grün, lass grün nehmen. Wir können mehrere ausprobieren, ist nicht so schlimm. Grün. Yay, you're happy. I'm happy too. Das freut mich natürlich und dann kann man zurück auf die Startseite gehen und dann wird euch euer Happy Alpaka angezeigt. Das geht auch für ganz verschiedene andere Sachen. Ich habe da gerade verrückt gehört. crazy, I was crazy once. They locked me in the room. Und dann hat man
den Mut jeweils am Titelbildschirm. Heißt, das Alpaka fühlt mit euch mit. Natürlich gibt es natürlich auch Tage, wo es einem nicht so gut geht. Wenn es einem nicht so gut geht, dann fragen wir nach, so, hey, geht es dir gut? Brauchst du Hilfe? Und damit man halt ein bisschen gecomfortet wird. Und das ist so unsere grundlegende Idee zu Comfort Board, damit ihr euch wohler fühlt, um damit umzugehen, mit dem ganzen Stress und so. Vielen Dank.